Um den Schatz in Mosaia werden wir uns ein anderes Mal kümmern. Wir befinden uns auf der Route 19 und ich hoffe auf sehr viele Trainerkämpfe, da ich euch die neuen Pokémon im Team zeigen möchte. Huh, sie hat mich immer noch nicht erwischt. Das Spiel gefällt mir. Nun, dann wollen wir mal loslegen mit unserem Pokémon-Kampf. Das war es zumindest, was mein Ich von vor 10 Sekunden noch gesagt hat. Hä? Das habe ich original gesagt. Vor etwa 10 Sekunden. Die Hexe Josette. Okay, sie hat zwei Pokémon dabei und sie beginnt mit Irbis. Habe ich schon erwähnt gehabt, dass Irbis in verschiedenen Größen erscheinen kann. Es hat die Größen S, M, L und XL. Ein Augenblick, ich sollte einmal rausgehen und zwar zu Phenexis. Ja, je größer es ist, desto widerstandsfähiger und schwerer es ist. Dafür ist es aber langsamer. Das war lustig. Spukball? Ich bin jetzt zu Phenexis rübergegangen, nur wegen dem Typ Feuer. Und ich habe original vergessen, dass Irbis neben dem Typ Pflanze Geist hat. Ja, es hat ja zwei Typen. Der Typ Geist ist ziemlich nice. Und es hat ja auch die spezielle Attacke, Halloween. Aber darüber hatten wir ja schon mal gesprochen gehabt. Okay, ich denke, der eine oder andere hat gerade die Pokémon gesehen, beziehungsweise die neuen Pokémon im Team. Ich denke, dass ich gleich sogar ein neues Pokémon einsetzen werde. Mein Ziel ist es auf jeden Fall in diesem Part, euch alle Pokémon einmal kurz zu zeigen. Hui, Phenexis hat das 62. Level erreicht. Ja, mittlerweile hat es ja nicht mehr das Glücksei bei sich, sondern es hat die Feuertafel bei sich. Ja, dadurch werden Feuerattacken verstärkt. Wieder Irbis, okay. Am besten achten wir auf die Größe von diesem Irbis. Pokémon wechseln. Wie wäre es mit Piondragi? Ja, dieses Pokémon ist jetzt neu, Leute. Ich meine, in der letzten Folge, ich glaube, am Ende war das, oder war das doch am Anfang, hatten wir einige Pokémon mitgenommen aus der ersten Box, also die Pokémon, die wir in der Nuzlocke Challenge benutzen können. Und hier sind die Pokémon. Stalos haben wir ja jetzt mittlerweile am Start. Elizard haben wir auch da. Dieses Pokémon hat nicht mehr den Typ Gift. Ich meine nicht mehr den Typ Käfer, sondern Unlicht. Aber nice, oder? Okay, Leute. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt loslegen mit dem Kampf. Wir sind sowas von im Vorteil. Ich habe das Gefühl, dass dieses Irbis etwas größer ist. Ja, ja, dieses Irbis ist etwas größer. Gut, wie wäre es mit Knirscher oder doch direkt Giftzahn? Ne, ich setze lieber Knirscher ein. Weil mit der Giftattacke sollten wir Irbis nur effektiv treffen. Wegen dem Typ Geist. Hätte Irbis nur den Typen Pflanze, ja, dann hätte Irbis ein dickes Problem. Aber Knirscher hat Irbis down gekriegt. Mit diesen meinen Augen hatte ich deinen Sieg bereits vorausgesehen. Bla bla bla. Gib mir dein Geld und ich bin weg. Wenn ihr wollt, kann ich euch nochmal die Pokémon genauer zeigen. Also die beiden kennt ihr ja, Phenexis und Bluebella. Ich habe dem Pokémon auch Items gegeben. Piondragi hat das Item Giftschleim. Ich meine, das passt zu diesem Pokémon, da Pokémon mit dem Typ Gift durch dieses Item KP-mäßig profitieren können nach den Runden. Stalos, richtig cool. Der Angriffswert ist super. Dafür ist der Spezialverteidigungswert nicht so gut. Aber dafür ist der Verteidigungswert monströs. Und es hat die Fähigkeit Robustheit. Also, wenn es ja die maximale Kraftpunktanzahl am Start hat, so wird es definitiv eine Attacke aushalten. Es sei denn, es kämpft gegen Mega Kangama und wird von einer sehr effektiven Attacke getroffen und überlebt zwar die Attacke mit einem Kraftpunkt, aber das Kind von Kangama klärt dann den Rest. Das sind die Attacken. Ich bin der Meinung, dass ja, die Attacken ziemlich gut sind. Hier ist das Elizard mit den Attacken Surfer, Donnerblitz, Fokusstoß und Voltwechsel. Nice, oder? Ich bin sehr zufrieden damit. Und es hat das Item Blitztafel bei sich. Ne, dadurch werden Attacken vom Typ Elektro verstärkt. Schadet nicht. So schaut das jetzige Team aus. Ich würde auch vorschlagen, dass wir direkt ein anderes Pokémon zum Leaden auswählen.
Ich meine, Bluebella und Phanaxis haben wir schon so oft gesehen. Wir gehen mal rüber zu Illithid. Falls dieses Pokémon gerade nicht so gut zum Leaden ist, können wir immer noch Voltwechsel einsetzen. Es sei denn, der Gegner hat den Typ Boden. Netzball. Okay, super. Ach ja, hier gibt es lilane Blumen. Super, das bedeutet, wir können auch gleich ein wildes Pokémon fangen. Hoffentlich. Da liegt eine TM. Was soll ich machen? Soll ich mich erstmal um die TM kümmern oder ein Pokémon fangen? Eine schwierige Entscheidung. Da habe ich gerade einen Ranger gesehen. Oh, okay Leute, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal auf der rechten Seite bleiben. Ich glaube, vor uns liegt oder ab jetzt im unteren Bereich befindet sich ein Sumpfgebiet. Mal gucken, was wir dort erleben werden. Oh, hier ist ein Himmelskampf. Nee, habe ich nicht. Tut mir leid, ein anderes Mal. Aber kommt noch. Sobald die Nuzlocke-Challenge vorbei ist, werde ich ein, zwei Parts machen, in denen ich nur die Himmelskämpfe wahrnehmen werde. Oh, hier ist jemand. Oh, cool. Bevor wir kämpfen, spielen wir mal hier das Spiel. Schnapp das Item. Ach so, ich hätte auch von da aus springen können. Top-Beleber, ja nice. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht. Sehr nützlich in einer Nuzlocke-Challenge-Kappa. Allerhöchstens zum Verkaufen. Ja nice, das hätte ich auch von hier aus machen können. Gut, darauf habe ich eben gerade nicht geachtet. Ich würde vorschlagen, dass wir gegen die kleine Prinzessin eine Runde kämpfen. Auf einmal ist sie richtig stark und zerstört mein Team. Hihihi, wenn meine Feen-Pokémon mit dir fertig sind, wirst du um Erbarmen, wenn sie auf der Blumenwiese liegen. Boah, was hat sie denn für Wörter drauf? Ich glaube, in dem Alter hatte ich diese ganzen Wörter nicht drauf. Corina. Oder wenn ich sie drauf hatte, dann habe ich sie nicht benutzt. Lurax als Flammenwurf ein, das war die Sprache, die ich benutzt habe. Okay, Pantimos. Mhm. Mal überlegen. Was könnte Pantimos machen? Eine Kampfattacke wäre böse. Eine Bodenattacke hat es nicht. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir direkt eine Step-Attacke einsetzen, und zwar Donnerblitz. Surfer brauchen wir jetzt nicht. Der Spezialverteidigungswert von Pantimos ist nicht schlecht, daher war diese Wahl meiner Meinung nach optional für den ersten Angriff. Und da ist schon das Pantimos down. Azumarill? Ja nice, wir ziehen das Ding hier durch mit Illithid. Illithid in der Shiny-Form sieht richtig nice aus, so schön rot. Aber Azumarill in der Shiny-Form ist auch mega nice, so schön gelb. Marill ist erstmal, beziehungsweise die Vorentwicklung von Azumarill hat erstmal die Farbe grün. Und dann, wenn es sich zu Azumarill weiterentwickelt, hat es die Farbe gelb. Richtig nice. Meiner Meinung nach unerwartet. Von grün zu gelb? Was ist hier los? Ein grünes Azumarill wäre auch bestimmt lustig. Oh, Parfinesse. Wie wär's mit Pion Draghi wieder? Ich meine, wir haben Giftattacken am Start. Parfinesse hat nur den Typ Fee. Das bedeutet, es wird problematisch für Parfinesse. Ich muss mir auf jeden Fall die Werte von den Pokémon, die wir jetzt im Team haben, des Öfteren mal genauer anschauen und mir diese Werte einprägen, damit ich weiß, wann ich welches Pokémon eventuell am besten einsetzen sollte, um eine Attacke gut einzustecken oder ein anderes Pokémon zu retten. Dreschflegel, minimaler Damage, Giftschleim reagiert und ja, einige Kraftpunkte wurden aufgefüllt, warum nicht? Direkt weiter mit Giftzahn und das war's da mit Parfinesse. Alles Klärchen. Gena Nummer 2 bekämpft. Illithid haben wir eingesetzt. Pion Draghi haben wir eingesetzt. Stalos muss ich noch einsetzen. Hahaha, ich sehe es deutlich vor mir. Das duftende Blütenmeer jenseits des Flusses. Meine Feen-Pokémon lächeln mir von dort zu und winken mir. Die ist sowas von in ihrer Welt. Die Feen-Pokémon im Blütenmeer sind stetiger Quell meiner Kraft. Kämpft und siegt für mich, meine Lieben. Hört ihr mein inniges Wispern? Die ist bestimmt sehr, sehr häufig am Lesen. Oder vielleicht hat sie Leute um sich herum, die die Sprache sehr, sehr gut beherrschen und immer Wörter benutzen, wofür andere Synonyme verwenden, die ja, bekannt sind. Okay, Leute. Oh, direkt eine Massenbegegnung.
Das ist heftig, stimmt. Ja gut, dann fangen wir wohl dieses Pokémon, ne? Weil so ein Pokémon haben wir bis jetzt noch nicht gefangen. Okay Leute, in den gelben Blumen kann man die Pokémon Ultrigaria, Alpollo, dieses Pokémon hätte ich zu gerne erwischt, Morlord, Piondragi, Venuflibis, Laukaps, Schnuthelm und Viscargot fangen. In den lilanen Blumen kann man wieder dieselben Pokémon fangen. Im Sumpf, ja, ich habe ja vorhin etwas von einem Sumpfgebiet gesprochen gehabt. Im Sumpf kann man die Pokémon Alpollo, Morlord, Venuflibis, Laukaps, Schnuthelm, Flunschleck und Viscargot fangen. Massenbegegnungen gibt es auch. Einmal Ultrigaria, wie wir bereits sehen. Arbok gibt es hier auch. Und Skorgler. Skorgler ist ziemlich nice. Aber Arbok erscheint am seltensten. Bei einer Wahrscheinlichkeit von 5%. Man kann auch hier irgendwo surfen. Wenn man surfen tut, kann man die Pokémon Morlord, Flunschleck und Viscargot erwischen. Man kann ganz normal mit der normalen Angel angeln. So kann man das Pokémon Quapsel fangen. Mit der Profi-Angel gibt es die Pokémon Quapuzzi und Schmerbel. Und mit der Super-Angel kann man die Pokémon Quapuzzi, Quaxo und Welser fangen. Alles Gleichen. Ziemlich nice, ne? Eine sehr, sehr lange Liste. Aber so ist das hier. Gut, ich frage mich, wenn ich hier Surfer einsetzen würde, ob sie die Attacke dennoch aushalten würden. Ich meine, der Spezialangriffswert von diesem Elizard war, glaube ich, nicht so schlecht. 138 auf dem 56. Level ist okay. Also mit diesem Pokémon würde ich definitiv kein Wi-Fi-Battle machen, aber ist okay. Wir sind auf dem 56. Level und die Ultrigaria sind auf dem 24. Level. Ich versuch's mal. Ich hoffe, dass sie es aushalten. Wobei, was bringt das eigentlich? Oh, okay. Zwei haben die Attacke ausgehalten, ja super. Okay, so ist es vielleicht noch besser. Ich habe das zwar nicht so geplant gehabt, aber gut, warum nicht? Jetzt muss ich nur einmal ein Pokémon anditschen. Und das war's dann. Das andere kann ich dann so fangen. Okay, Elizard, kümmere dich bitte um das linke Ultrigaria, wobei das ist sowas von egal. Huch, du hast das rechte Ultrigaria attackiert. Kein Problem. Beide Pokémon sind männlich. Das bedeutet, ich bräuchte einen Blattstein. Vielleicht habe ich sogar einen Blattstein. Sobald ich den Blattstein benutze, beziehungsweise diesen Blattstein dem Ultrigaria gebe, kann es sich zu Zazenia weiterentwickeln. Das Pokémon kennt ihr, ne, aus der ersten Gen mit den Typen Pflanze und Gift. Meisi, Meisi. Nee, wir brauchen Bälle. Definitiv Ski-Tauchball, ja klar. Hyperball reicht total aus. Mal gucken, ob ein Hyperball ausreicht. Könnte sein, muss nicht sein, da es auf dem 24. Level ist. Wir lassen uns einfach überraschen. Ja, bis jetzt sieht das gut aus. Jawohl. Nice. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Die Blätter werden eingesetzt, um Gegner aufzuschlitzen. Oha. Dieses Pokémon spuckt eine Flüssigkeit, die alles auflöst. Ja, möchte ich. Und zwar Fix. Mit X. Und PH. Das ist lustig. Und das X wird groß geschrieben. Alles Gleiche, die Reise kann fortgesetzt werden. Am besten aktiviere ich auch gleich mal einen Topschutz. Dann haben wir definitiv unsere Ruhe beim Suchen. Ich meine, da unten rechts befindet sich ein Item. Und ihr wisst ja, ich bin so Item-verrückt. Außerdem ist das, denke ich, auch gut, wenn man sowas in den Let's Plays macht. Man schaut sich auf jeden Fall fast oder vielleicht sogar alles an. Ich meine, wenn ich ein Lösungsbuch benutzen würde, dann wäre die Sache ganz anders. Aber ich denke mir, sobald ich ein neues Gebiet erreiche, analysiere ich dieses Gebiet wie ein Verrückter. KP Plus, nice. Kann man immer gut gebrauchen, um die Kraftpunkte zu erhöhen. Alles klar, hier ist eine Hängebrücke. Die werden wir gleich benutzen, doch vorher. Oh, was ist los, Itemradar? Gegengift, ja. Kann man immer gut gebrauchen. Aber mittlerweile haben wir so viele Hyperheiler am Start. Okay, gut. Ja, alles klar, Leute. Dann müssen wir wohl die Hängebrücke benutzen. Ich
meine, hier unten gibt es ja nichts mehr, nee. Mein Itemradar reagiert auch nicht mehr. Uiuiui. Ein ziemlich großes Tal. Kancha? Boah, Sana, was geht? Du weißt bestimmt schon, was jetzt kommt, oder? Aber hallo. Keinen Schimmer. Aber hallo würde bedeuten, dass ich weiß, dass sie jetzt irgendwas erzählen wird. Keinen Schimmer bedeutet, dass ich wirklich keinen Plan habe. Ich habe auch gar keinen Plan. Na was wohl? Wir kämpfen jetzt natürlich. Schließlich sind wir Pokémon-Trainer. Was? Wie jetzt? Habe ich schon mal gegen Sana in diesem Let's Play gekämpft? Doch, stimmt. Ganz am Anfang. War das in der ersten oder in der zweiten Folge, als ich das erste Pokémon, Phynx, erhalten hatte? Inikoro? Uiuiui, das Pokémon aus der dritten Gen. Über dieses Pokémon hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen gehabt. Boah, Leute, schaut euch mal die Kampfumgebung an. Beziehungsweise, ja, schaut euch mal den Himmel an. Am Abend, das sieht richtig cool aus. Mal gucken, ob die Kamera sich bewegt jetzt. Nee, ich glaube, ich muss erstmal etwas machen. Ja gut, wie wär's mit Donnerblitz? Es hat die Attacke ausgehalten. Das ist heftig. Mist. Aber gut, wir haben die Attacke gut weggesteckt. Okay, ich glaube, ich werde Elizard jetzt rausnehmen. Mit Voltwechsel können wir auch Inikoro kauen. Und ich setze Stalos ein. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Pokémon, was problematisch werden könnte für Stalos. Weshalb ich es mir auf einmal anders überlege. Ja, direkt zu Stalos rüber. Welches Item hat nochmal Stalos bei sich? Wie ist Kokon? Es könnte gefährlich werden. Wir kämpfen erstmal weiter, aber das könnte gefährlich werden, falls Viscogon eine Kampfattacke oder eine, ja, Bodenattacke hat. Oder auch eine Wasserattacke. Erstmal checken wir kurz das Item von Stalos ab. Achso, Bericht. Kingstein, ja super, das ist sinnvoll. Habe ich voll vergessen. Ja, dadurch können vielleicht die gegnerischen Pokémon eher zurückschrecken bei den Attacken, die wir einsetzen. Mal überlegen, welche Attacke sollte ich einsetzen? Wie wäre es mit Schaufler? Drachenpuls? Die Attacke sollten wir gut wegstecken, wobei der Spezialverteidigungswert ist nicht so gut, aber dennoch stecken wir die Attacke gut weg. So, jetzt bin ich gespannt darauf, wie viel Damage wir machen werden. Wir sind auf dem 56. Level, Viscogon ist auf dem 49. Level. Oh ja, okay, eine weitere Schaufler-Attacke sollte Viscogon erledigen. Oh gut, dass es wieder Drachenpuls eingesetzt hat. Ist das ein spezielles Viscogon oder wie? Ich meine, Drachenpuls ist ja eine spezielle Attacke. Aber gut. Hä? Moment mal, das ist voll unlogisch, was hier gerade geschieht. Wir befinden uns auf einer auf einer Hängebrücke. Und unter uns befindet sich logischerweise Wasser oder ein großes Tal oder ein Fluss, was auch immer. Und Stalos setzt die Attacke Schaufler ein. Pregaron. Irgendwie finde ich das gerade ein bisschen merkwürdig. Wie kann ich auf einer Hängebrücke Schaufler einsetzen? Als ob. Ja, natürlich. Stalos bleibt zwischen den. Ja, zwischen dem Holz stecken. Klar, natürlich. Natürlich. Ich meine, es ist ja auch ziemlich klein und sehr, sehr. Dünn, leicht, Kappa. Okay, ich glaube, ich sollte nicht mehr darüber nachdenken. Ich denke mir mal bei sowas, das ist die Spielelogik. Aber cool. Ich frag mich gerade, ob sich das in der 8. Gen geändert hat oder ob man das beibehalten hat. Cool. Also wenn Pregaron diese Attacke ausgehalten hätte, dann hätte ich mich, um ehrlich zu sein, gewundert. 3133 Erfahrungspunkte. Ein Pokémon-Kampf gegen Freunde macht mich immer so nervös. Also ich habe jetzt mit einem Kampf gegen dich nicht. Ich habe jetzt, ja, mit so einem Kampf nicht gedacht gehabt.
Ich habe gerade nicht gewusst gehabt, welches Wort ich erwähnen wollte. Das passiert manchmal. Irgendwie muss ich gerade an unseren Kampf damals in Aquaredia denken. Das war das erste Mal, dass wir uns einen Pokémon-Kampf geliefert haben. Hallo Kanscha, Aizana. Wer ist das jetzt? Hey, was geht? Tierno und Trovato. Stören wir gerade? Nein, überhaupt nicht. Was führt euch beide hierher? Dasselbe wie dich, Sana. Als uns der Prof von Kanscha berichtet hat, haben wir alle stehen und liegen lassen und sind gekommen, so schnell wie konnten. Kanscha! Was willst du? Entschuldige, dass ich dich damit so überfalle, aber wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Wie, jetzt du auch noch? Ja, kann ich mich mal bitte hier um meine Poké-Buddies kümmern? Okay, Tierno will auch noch kämpfen. Ich frage mich, ob Trovato, ja, einmal überprüfen möchte, wie viele Pokémon ich jetzt in meinem Pokédex eingetragen lassen habe, im Gegensatz zu ihm. Ich meine, er kümmert sich ja auch um seinen Pokédex und wir haben so einen Kampf zwischen uns beiden, wer die meisten Pokémon, beziehungsweise wer die meisten Pokémon-Einträge im Pokédex hat, hat gewonnen bei diesem Treffen. Oh, okay, er fängt an mit Fiaro, ja, kein Problem. Schwerttanz? Hör doch auf, weh, du hast das Item Fokusgott bei dir. Weil wenn nicht, sollte Donnerblitz Fiaro definitiv KO. Nee, keine Chance, wie auch. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber heftig, dass Fiaro immer noch schneller ist als Elizard, obwohl es auf dem 48. Level war. Userade? Oh, hä? Ja, du, da gehe ich raus. Am besten zu Stalos, wobei Stalos hat nur noch 84 Kraftpunkte. Userade hat auch den Typ Gift, das bringt nichts. Ich könnte aber zu Phenexis rübergehen. Mache ich aber, um ehrlich zu sein, ungern, Leute, weil Phenexis ist schon auf dem 62. Level. Ja, was hätte ich denn tun sollen? In den Aufnahmen, oder während den Aufnahmen, hatte ich bei einigen Folgen nur noch zwei Pokémon, und zwar Bluebella und Phenexis. Und ich habe die Nuzlocke-Challenge erstmal nur noch mit Bluebella und Phenexis durchgezogen. Xerneas hatte ich auch noch im Team versehentlich dabei gehabt. Und an diesen Tagen bin ich einfach nicht dazu gekommen, die anderen Pokémon zu trainieren. Aber in den letzten zwei Tagen bin ich dazu gekommen und habe die Pokémon ordentlich trainiert. Ja, einige Pokémon sind levelmäßig wieder etwas zu OP. Aber manchmal lässt man sich halt gehen beim Trainieren. Und wenn man halt ein gewisses Pokémon immer des Öfteren leiden lässt, dann bekommt dieses Pokémon logischerweise immer wieder Erfahrungspunkte. Oh, Krebutak. Ja, da sollte ich definitiv abhauen. Beide Typen sind gefährlich, Wasser und Unlicht. Eine Pflanzenattacke wäre nice. Ja, cool, wir haben doch Bluebella. Eine Pflanzenattacke wäre nice. Ah, cool, wir haben Bluebella. Mit Bluebella geht das schneller. Sowas von cool. Wir kämpfen original auf der Hängebrücke. Und keiner von uns ist abgestürzt. Oder seitlich rausgefallen. Zwischen den Seilen. Megawirbel? Ich meine, Megasauger oder Blütenwirbel? Direkt Blütenwirbel. Oh yeah. Keine Chance, Krebutak. Zapzarab. Tierno. Merkwürdig, wenn ich gegen dich verliere, macht mich das gar nicht so traurig. Das ist wohl die Kraft der Freundschaft. Das hast du schön gesagt, gib mir dein Geld. Nein, Spaß. Wie sich das anhört. Nanu, Tierno fordert jemanden zum Kampf heraus. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Durch die Erlebnisse in Chromlexia bin ich ins Grübeln gekommen. Wäre Kanscha nicht gewesen, hätte es sich ein für alle Mal ausgetanzt gehabt. Deshalb will ich ihn noch besser kennenlernen. Und was eignet sich besser dazu als ein Pokémon-Kampf? Ich weiß, das klingt ziemlich eigennützig, aber das ist eben meine Art, Danke zu sagen. Tja, nur das ist ganz und gar nicht eigennützig. Ich finde es wunderbar, wenn Trainer wie wir einander über Kämpfe besser zu verstehen lernen. Aber zuallererst sollten wir deine Pokémon wieder aufpeppeln. Und jetzt noch dein Team, Kanscha. Oh, nice. Dankeschön, Trovato. Wo wir schon mal dabei sind, ich will dich auch herausfordern. Ah, wegen dem Pokédex und so. Diesmal aber nicht zu einem Pokédex-Vergleich, sondern zu einem schönen Pokémon-Kampf. Was? Warum wollen die jetzt alle gegen mich kämpfen? Sind sie sauer auf mich? Okay, er sieht gerade nicht so glücklich aus. Raichu. I fight you. Raichu. I like you. Raichu. Okay, das reicht. Ja gut, Elektro-Pokémon gegen Elektro-Pokémon. Ist nicht so sinnvoll, wie wäre es mit Fokusstoß. Oh, wir treffen. Wir treffen, das ist aber lustig. Ätzend.
Ui, heftiger Damage. Also wenn ich jetzt nochmal Fokusstoß einsetze, dann müsste ich darauf hoffen, dass ich treffe. Und wenn ich Raichu wiederum nicht treffe und Raichu mich trifft, dann könnte ich bei einem Volltreffer, wenn es wieder Slam einsetzt, down gehen. Das wäre so fatal, ey. 3. 63 Kraftpunkte. Differenz zwischen 85, 63 und 22. Komm schon, du musst treffen. Halt die Klappe, das gibt's nicht. Wangenruppler? Okay, das halten wir aus. Alleine schon, halt die Klappe, wir hatten was gesagt. Wenn, dann nur ich. Okay, ich halt die Klappe. Nein, das geht nicht. Du musst aufnehmen, du musst sprechen. Oh, knappe 26 Minuten erreicht. Ja, okay, das Let's Play endet sowieso gleich. Nach dem Kampf, es sei denn, wir müssen uns noch irgendetwas anhören. Florges, ja, da gehen wir rüber zu Pion Draghi. Warum nicht? Florges ist ein reines Fee-Pokémon. Fee-Pokémon mögen keine, ha? Ja, ja? Giftattacken, richtig. Okidoki. Giftzahn, ja, auf Giftspitzen können wir verzichten. Wenn, dann sollte man so eine Attacke direkt am Anfang einsetzen. Wenn der Gegner auch so 4, 5 Pokémon hat oder 6, dann lohnt es sich am meisten. Aber wenn der Gegner Auflockern einsetzt oder Torpedo, dann ist das ein bisschen schade. Oder wenn das gegnerische Pokémon Magiespiegel hat, dann kommt die Attacke zurück. Aerodactyl. Da sollte ich wechseln. Ich könnte zu Stardust rausgehen und Steinhagel einsetzen. Ich hoffe, dass Aerodactyl Erdbeben nicht drauf hat. Boah, wenn es Erdbeben einsetzt, ne, dann fallen doch die Pokémon und die Dana, Tierno und Trovato und auch der Protagonist vielleicht runter. Es sei denn, sie halten sich gut fest. Ja, Steinhagel trifft sehr effektiv. Super Schall und wir wehren die Attacke ab. Super duper. Oh, richtig cool. Habt ihr das gesehen? Das sah richtig geil aus. Ja, den Rest können wir eigentlich mit Eisenschweif erledigen. Wobei, ich hätte auch von Anfang an Eisenschweif einsetzen können. Wäre besser gewesen, ist eine Step-Attacke. Och, nö. Nein, und ich habe mich selbst getroffen. Komm schon, Stalos. Komm schon. Knirscher. Es knirscht mich an. Und was passiert? Ein Volltreffer? Oh, ich bin nicht mehr verwirrt. Super. Och, schade, ey. Da bin ich nicht verwirrt. Und treffe nicht. Auf einmal schrecke ich jetzt zurück. Das wäre echt fatal. Wieso? Als ob es Doppelteam eingesetzt hätte. Ich will mir mal kurz die Genauigkeit von Eisenschweif einmal anschauen, bevor dieser Part zu Ende geht. Jetzt bin ich auch noch verwirrt. Okay, ja, darüber kann man sich doch freuen, Kappa. Ja, cool. Wir kommen durch die Verwirrung und treffen uns KO und das Pokémon, welches gerade sehr effektiv getroffen wurde. Von Stalos. 1890 Erfahrungspunkte. Ah, okay. Du besiegst Trovato. Nein, 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 kein Scherz. Werd nicht sauer. Nee, bin ich doch nicht. Ich habe dich wohl unterschätzt. Wie soll ich sauer sein? Weh, du springst jetzt runter. Ich habe noch so viel zu lernen. Oder bin ich vielleicht einfach zu schwach? Nee, 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 das erste, ja. Du hast noch viel zu lernen. Du machst dir Sorgen, dass du zu schwach bist. Du bist ganz schön ehrgeizig geworden, Trovato. Ich glaube, diese Reise hat uns alle verändert. Vielleicht verdanken wir das aber auch unseren Pokémon und unserer Freundschaft. Apropos, wo steckt eigentlich Serena? Die trainiert gerade fleißig mit Mr. Mega. Sie meinte, wahre Freunde verstehen einander, selbst wenn sie nicht immer am selben Ort sind. Wahre Worte. Wie dem auch sei, wir haben noch etwas zu erledigen. Bis bald. Hau rein. Macht's gut, Leute. Ich bin so froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Ihr habt mich an viele Orte geführt und in euch habe ich ganz tolle Freunde gefunden. Zudem bin ich einer Menge interessanter Menschen begegnet und habe viel erlebt, woran ich auch später noch gerne zurückdenken werde. Danke für alles, Igamaro. Hier, Kanscha, das ist von uns. Was? Du gibst uns Kaskade? Damit kannst du Kaskade im Kampf einsetzen, selbst wenn du noch nicht im Besitz des Arena-Ordens von Fractalia City bist. Ich muss los, bis bald. Fractalia City?
Danke für die Information und danke für Kaskade, Sana. Cool, ich habe mir ihren Namen gemerkt. Okay, bevor dieser Part endet, wollte ich mir doch gerade irgendetwas anschauen. Irgendetwas wollte ich mir gerade anschauen. Genau, die Genauigkeit von Eisenspeif. Die Attacke hat mich gerade sowas von aufgeregt. 75, ja kein Wunder. Hör doch auf. Aber senkt eventuell den Verteidigungswert des Zieles, was ziemlich nice ist. Ach ja, stimmt. Da unten gibt es doch eine Treppe. Ach ja, von dort aus erreichen wir das Sumpfgebiet. Was gibt es denn hier? Nicht, dass hier ein Trainer ist. Weil in diesem Part möchte ich nicht mal einen Trainer kämpfen, einen Trainer bekämpfen. Okay. Tipps für Trainer. Nachdem die Attacke Nebelfeld eingesetzt wurde, erleiden Pokémon, die mit dem Boden in Berührung stehen, durch Drachenattacken nur die Hälfte des üblichen Schadens. Nice. Wartet mal, Leute. Bevor dieser Part endet, schauen wir noch mal hier uns dieses Durchgangshaus an. Reden nicht mit den Leuten. Ich möchte kurz gucken, was sich hier auf dieser Seite befindet. Ach was, hier ist Fractalia City? Ach was, ist ja cool. Ja, nice, Leute. Bevor wir uns Fractalia City anschauen, bleiben wir erstmal noch auf der Route 19. Ich meine, wir sind noch nicht ganz fertig hier, ne? Nee, Leute. Es gibt noch einiges zu tun. Von hier aus können wir nicht runterspringen. Wartet mal, mein Itemradar reagiert schon wieder. Aha, okay. Hier ist eine freie Fläche. Timerball. Oh, da liegt ein Item. Okay, Leute, also im nächsten Part werden wir uns dann im unteren Bereich, beziehungsweise im Sumpfgebiet, auf der Route 19 befinden. Hier waren wir schon, ja, da war ein Item, aber jetzt ist es bei uns. Ja gut, Leute. Immerhin haben wir wieder einiges erlebt. Voll schön, dass wir die Freunde wieder getroffen haben und dass wir, ja, gegen sie ein bisschen gekämpft haben, ne? Und das alles friedlich. Ja, zu Ende ging. Okay, Leute, wie machen wir das jetzt? Mein Itemradar reagiert schon wieder. Haha, wir sind mit Elizard am Surfen, ist das nicht cool? Am besten speichern wir vor einem Trainer ab, weil dann können wir den nächsten Kampf direkt mit einem Trainerkampf beginnen, ne? Kurz Item wirkt nicht mehr, direkt das Item aktivieren. Ja, und am Anfang des Parts, oder als wir das wilde Pokémon Ultrigaria getroffen hatten, habe ich euch ja erzählt gehabt, welche Pokémon man hier im Sumpfgebiet fangen kann. Erstmal Itemradar aktivieren. Was? Ja? Ah, okay. Nassbrocken. Ja, warum nicht? Nehmen wir mit, ne? Leute, das Item nehmen wir mit. Okay. Das sieht nach einem Doppelkampf hier aus. Ach so, wir können ihn einfach aus dem Weg gehen. Boah. Uiuiuiui. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir machen mal hier einen Cut und speichern ab. Im nächsten Part nehmen wir an einem Doppelkampf teil, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir uns schön in Ruhe hier den unteren Bereich an. Das sieht auf jeden Fall nach einem sehr, sehr, ja, wie nennt man das? Das sieht nach einer sumpfigen Angelegenheit aus. Ich glaube, ich wollte etwas ganz anderes sagen, aber ich bin schon wieder nicht darauf gekommen, was ich sagen wollte. Wie dem auch sei, wir machen im nächsten Part von hier aus weiter. Und falls wir von hier aus keine neue Gegend erreichen sollten, können wir uns ja die neue Stadt anschauen und mal schauen, was passiert. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.